Was geht ab, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist 2.6 und wir laden hier auf diesem Kanal hin und wieder mal ein Twitch-Highlight hoch, so wie halt auch jetzt in diesem Video. Wir haben uns den Patch vom Mittwoch angeguckt, 10.1.7 von World of Warcraft. Und in diesem Patch wurde das neue Ping-System announced, bekannt gegeben, veröffentlicht. Das haben wir ein bisschen getestet und mal geguckt, wie können wir dieses System sinnvoll im PvP nutzen oder vielleicht sogar im Solo-Shuffle einbinden, damit die Kommunikation ein wenig besser läuft. Ich habe das mal in mein Fokus-Makro mit eingebaut, auf meinem Rogue. Und ob das neue Ping-System in World of Warcraft jetzt eine Relevanz hat oder irgendwie sinnvoll ist, das müsst ihr entscheiden. Nichtsdestotrotz habe ich euch ein paar Makro-Beispiele unten in die Beschreibung gelegt. Und wenn ihr schon dabei seid, schreibt auch in die Kommentare, wie ihr das neue Ping-System findet und ob ihr vielleicht irgendwelche sinnvollen Ideen habt, das in euren automatisierten Spielfluss mit einfließen zu lassen, ohne großartig neue Keybinds vergeben zu müssen. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Video. Take it to the next level. Oh mein Gott, oh mein Gott. So, folgendes. So, und ich hoffe, ich habe jetzt hier wieder eure Aufmerksamkeit. Wir haben Drops enabled für World of Warcraft. Punkt 1. I just can't tell you in English. That's no problem for me. Well, let's move on. Alright. How long does this Kanalpunkte einlösen take? Because I'm not vorbereitet to talk in English the whole time. Did we say 5 minutes? Yes, I guess so. Okay, let's move on. Second thing I want to mention is we got a new patch today. And in this patch, we got a new feature for World of Warcraft. It's called the ping system. And that's what we are going to try out and test to its neon. I have a lot of problems playing setup-based classes like Rogue or Hunter in Solo Shuffle, because my teammates are not following my instructions. Neither they are going on the same target as me, nor they CC the healer after my trap. So I have the big hope that this system, when I integrate it into my macros, it can help me to tell my teammates what's going on, because they don't have a clue, even on 2-3 MMR. I hope you can understand me, because my English is, long time gone. All right. What was the last thing you heard of me? From me, of me, from me. I don't know. Something about Justin Bieber and cute. I don't know how to put this in one sentence, but okay. We will watch this video first and then we are going rein in World of Warcraft and check the ping system out. All right, you ready? You ready, guys? The Earth is the best planet in the world. Take a seat, lean back and enjoy the video. Ich glaube, 5 Minuten sind um, ne? Reicht auch. So, wir wechseln hier mal die Szene. Reaction. Boop. Wo ich das hier gerade sehe. Leute. Wichtige Info. Jetzt Insider-Fucking-Tipp. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wahrscheinlich ist es auch schon zu spät, weil der Hype ist ja schon fast vorbei. Aber Steam. Junge, ihr habt alle einen Steam-Account. Ihr habt auch alle safe mal Counter-Strike gespielt. Folgendes. Ich logge mich hier einmal kurz ein und ich werde euch jetzt kurz eine Zahl zeigen. Und dann erzähle ich euch kurz, wie die entstanden ist. Und zwar, guckt ihr mal bitte hier oben auf mein Guthaben. Da steht 67,27 Euro. Folgendes ist passiert. Ich habe diese vollen 67 Euro nur bekommen, weil ich bei CSGO meine Kisten, die ich noch hatte, verkauft habe. Kisten für 5 Euro, 8 Euro. Ich habe auch eine für 17 Euro verkauft. Just saying. Waffenkisten, ja, Waffenkisten. Nur weil ich gerade gesehen habe wegen Steam, wollte ich das euch mitteilen. Also, und aber auch innerhalb von einer Stunde. Auf einmal stieg mein ganzes Guthaben. Und naja, also, wenn ihr mal CSGO gespielt habt und immer noch Kisten übrig habt, scheppert die weg, Junge.
wen interessiert denn der Skin da drin? Wen interessiert CSGO überhaupt? Habt ihr halt Geld für ein City Skylines 2 oder für die nächste Erweiterung von New World nächsten Monat? Wichtiges Datum. 3.10. oder so. Jetzt müssen wir in das Makro nur einfügen. Slash ping at focus assist speichern. Also ich finde es gut, dass das funktioniert. Aber ich weiß, ich hoffe, das bringt irgendwas. Aber ich finde das gut. Guck mal, das für Solo-Shuffle ist das perfekt. Guck mal, ich mache hier so eine Sachen, bla bla, und dann kidne ich das, zack, und dann kriegt er gleich eine Benachrichtigung, dass er da was machen soll. Und kann dann hier kämpfen. Das finde ich gut, das finde ich gut. Jetzt muss ich nur irgendwie, brauche ich noch ein Makro für, ich mache den jetzt Harakiri. Kann ich mir das auf Dance legen? Ja, ne? Mache ich mir ein Dance-Makro. So, okay, wir spielen das Ganze nochmal durch. Das ist unser Main-Target. Das ist unser, hey, wir brauchen CC-Target, okay? So, wir bauen auf. Okay, hier, Follow-up-CC. Bam! Okay, es ist nichts passiert. Wie heißt das? Option. Ping. Angriff. Ah, Angriff. Entschuldigung. 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 Angriff. Bumm. Zack, zack, zack. Und nochmal. Und nochmal. Kidney! Makros. Wie vertippt? Da stand was in Rot. Glaube, das geht nicht. Ping. Slash at target Angriff. So, das müsste ja eigentlich reichen, oder nicht? So, okay. Kidney. Angriff funktioniert irgendwie nicht, ne? Slash ping Angriff. Okay, das erklärt einiges. Ja gut, Target kann man ja festhalten, aber ich finde... Den Fokus Kidney. Das geht doch. Wahrscheinlich nicht so kurz hintereinander, ne? Also ist das Makro eigentlich richtig. Naja, gut. Also zumindest funktioniert das Assist-Makro. Können wir gucken, ob das im Shuffle irgendwie irgendeinen Impact hat. Q-Pop nach 2 Minuten? Ach, ist ja Patch, ne? Oh nein, 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 nein. Trinket, sehr gut. Oh Gott, Alter. Nee. Okay. Ping-System, absolut überflüssig, brauchen wir nicht den Müll. Was wir brauchen, sind Heiler, und zwar für RBG. Und los geht's. Oh mein Gott, oh mein Gott. Take it to the next level.